Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Zunächst will ich feststellen, dass es gut ist, dass wir uns hier mit dem Schicksal und mit den Problemen von den Flüchtlingen beschäftigen. Im Vergleich zum Vorjahr gibt es einen hohen Zuwachs an Erstanträgen beim Asyl. Über 70% ist der Zuwachs. Hauptherkunftsland ist derzeit Syrien. Wir wissen, die Menschen flüchten dort vor einem schlimmen Bürgerkrieg. Und wir haben in der CDU-geführten Bundesregierung der humanitären Verpflichtung Deutschlands in diesem Bereich bereits Rechnung getragen. Unter anderem gibt es zwei Aufnahmeprogramme, in denen wir insgesamt 10.000 syrische Flüchtlinge hier in Deutschland aufnehmen. Und es ist völlig klar, dass auch nach Ausschöpfen dieser Kontingente es für syrische Flüchtlinge in Deutschland weiterhin Schutz geben wird. Wir helfen hier aus christlicher Nächstenliebe, und wir helfen auch, weil wir aus unserer eigenen Vergangenheit schreckliche Erfahrungen gemacht haben mit Flucht und Vertreibung. Auch deshalb hat sich die Bundesregierung in Europa unter Federführung des BMF erfolgreich und mit Nachdruck dafür eingesetzt, dass der Zugang zu einem Bankkonto einem breiten Berechtigtenkreis unter Einbeziehung von Flüchtlingen mit heute berechtigten Status eingeräumt wird. Auch wir wollen, meine Damen und Herren, auch wir wollen, dass Flüchtlinge die Möglichkeit haben, hier ein Konto zu eröffnen. Da haben Sie völlig recht, Herr Beck, es ist Voraussetzung, um am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Ursprünglich sei ja der EU-Kommissionsvorschlag zur Zahlungskontenrichtlinie das subjektive Recht auf Zugang zu einem Jedermann-Konto lediglich für einen ganz engen und begrenzten Personenkreis vor. Deutschland hat sich zusammen mit dem Europäischen Parlament mit Nachdruck dafür ausgesprochen, dass erstens das Recht auf Zugang zu einem Jedermann-Konto eindeutig feststehen muss, wer zum berechtigten Kreis gehört, und dass zweitens klargestellt werden muss, dass neben weiteren besonders schützenswerten Personengruppen auch Flüchtlinge das Recht auf Zugang zu diesem Jedermann-Konto haben. Beiden Anliegen der Bundesregierung wurde zwischenzeitlich durch mehrfache Anpassungen der Richtlinie entsprochen. Die Personengruppe der Asylsuchenden ist sogar ausdrücklich im Text selbst aufgenommen. Die Bundesregierung hat sich in den Verhandlungen außerdem mit Erfolg dafür eingesetzt, dass dieses zentrale Recht nicht wieder durch die Hintertür ausgehebelt wird, etwa durch entsprechend weit gefasste Ausgestaltung der Verweigerungs- und Kündigungsgründe. Und jetzt kommen Sie von den Grünen mit dem Antrag, das Geldwäschegesetz zu ändern. Ja, es ist richtig, nach dem Geldwäschegesetz braucht es eben einen Identitätsnachweis zur Kontoeröffnung. Aber bei allem Verständnis, dieser Antrag und diese Änderung ist nicht notwendig. Und deswegen werden wir ihn ablehnen, nämlich weil wir Ihrem Ansinnen ja bereits durch die kommende Zahlungskontenrichtlinie vollumfänglich Rechnung tragen können. Vor zwei Wochen, am 20. März diesen Jahres, wurde auf europäischer Ebene eine entsprechende Einigung über den Inhalt der Zahlungskontenrichtlinie erzielt. Und es gibt die klare Aussage und die Zusage des BMF, dass nach deren Veröffentlichung auch zeitnah mit der nationalen Umsetzung begonnen wird. Aus diesem Gesichtspunkt ist eine isolierte Änderung des Geldwäschegesetzes heute nicht notwendig. Wir werden es über die europäische Ebene lösen. Herr Kollege Gutting, lassen Sie eine Zwischenfrage durch den Kollegen Beck zu. Darf er. Mir ist ja ziemlich einerlei, wie das Problem gelöst wird. Hauptsache, es wird gelöst. Und wir haben übrigens in der Begründung unseres Antrages die Entschließung des Europäischen Parlaments, aufgrund deren die aktuellen Diskussionen in Brüssel gegenwärtig laufen oder gerade gelaufen sind, ja ausdrücklich mit erwähnt. Aber durch welchen Rechtsetzungsakt in Deutschland werden Sie denn jetzt dafür sorgen, dass Geduldete ohne entsprechende Identitätspapiere in Zukunft den Zugang zu den Girokonten bekommen? Weil ohne nationale Rechtsänderung sind halt die deutschen Geldinstitute weiterhin daran gehindert, hier das zu tun, was sie eigentlich gerne tun würden, nämlich den Leuten ein Girokonto zu ermöglichen. Das ist völlig richtig. Die Zahlungskontenrichtlinie muss umgesetzt werden in nationales Recht. Und es wird sie auch, und das Ergebnis wird sein, dass Flüchtlinge einen Zugang zum Jedermann-Konto haben, das sie auch unbedingt nötigen. Ob dazu in Teilen auch
das Geldwäschegesetz geändert werden muss, wird sich zeigen. Aber zunächst mal muss die Richtlinie veröffentlicht werden und vorliegen. Erst dann kann man national entscheiden, wo und wie man die entsprechenden Änderungen vorlegt. Und es ist gut, dass Sie diesen Antrag stellen. Ich habe das noch mal gesagt. Es ist schön, dass wir darüber reden. Wir sind im Ziel uns völlig einig. Nur jetzt eine isolierte Gesetzesänderung vorzunehmen, macht keinen Sinn. Erst wenn die Richtlinie vorliegt, kann man die entsprechenden Änderungen nachhaltig und auch zielrichtend durchführen. Vielen Dank. Für Asylbewerber und Geduldete. Als nächste Rednerin hat die Kollegin Ulla Jelpke das Wort. Das ist ja groß.